Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, auch wenn das Direktorium uns heute sagt, den Mariensamstag zu feiern, beziehungsweise den Gebetstag für die Priesterberufe. Heute ist ein sehr wichtiger Gedenktag für eine der bedeutendsten Heiligen unserer Zeit, die Mutter Teresa von Kalkutta. 1910 geboren in eine katholische Albaner Familie, der Vater war Bauunternehmer. Stirbt der Vater, als sie 9 Jahre alt ist, sie ist ja katholisch geprägt, will in das Ordensleben gehen, was sie auch mit 18 Jahren tut, zu den Schwestern von Maria Loreto, wo sie zuerst in Irland ist, dann im Jahr 29 bereits nach Begalen, Kalkutta, Darjeeling kommt, dort Lehrerausbildung erfahrt, Lehrerin wird, schließlich Schulleiterin, 37 ihr weltliches Gelübde ablegt, aber sich nur mehr den Armen widmen will, so dass sie 46 bereits nach Kalkutta zieht, es aber bis 48 dauert, dass ihr auch das Gebot der Klausur aufgehoben wird. Sie zieht eine indische Schwester mit und gründet die erste Armenschule im Jahr 49. Im Jahr 50 gründet sie bereits die Missionarinnen der Nächstenliebe mit diesem typischen indischen Sari nachgeahmten Ordensgewand in Weiß-Blau, das wir heutzutage alle kennen, nimmt die indische Staatsbürgerschaft an und errichtet auch das erste Leprakrankenhaus, das wir hier sehen, das heute nach wie vor betreut wird, durch das Zehntausende durchgegangen sind, viele auch Heilung erfahren haben. Im gleichen Jahr gründet sie auch ein Kinderheim, ein Heim für ledige Mütter. Sie ist eine derjenigen, die in dieser Zeit auch immer wieder stark gegen die Abtreibung auftritt und auf der anderen Seite eben ledige Mütter und Kinder auch immer wieder mitversorgt. Hier sieht man sie mit Kindern aus ihrem Heim. Ihre Ordenstätigkeit verbreitet sich rasch. Über 700 Ordensanstalten gibt es mit angeschlossenen Krankenhäusern, Stationen, Schulen, Heimen, sodass sie diese sich immer wieder ausweitende Tätigkeit eine erhebliche Resonanz erfährt und sie schließlich im Jahr 1979 dafür den Friedensnobelpreis erhält. Daran mag auch die Öffentlichkeitsarbeit mitgewirkt haben, die sich durchaus auch dadurch ergeben hat, dass sie in engen Kontakt mit Prinzessin Diana gestanden ist, die sich auch sehr für ihre Werke eingesetzt hat. Sie stand auch in sehr nahem Kontakt zu Papst Johannes Paul II. Oftmalige Treffen, sowohl in Indien wie auch öfter in Rom, führten dazu, dass er sich immer wieder gerne von ihrem Werk überzeugte. Als sie am 5. September 97 stirbt, leitet er mit jeder Ausnahme das Seligsprechungsverfahren schon bereits nach 2 Jahren ein und 2003 wird sie dann auch selig gesprochen. Papst Franziskus nimmt die Heiligsprechung vor am 4. September, den Vorabend zu ihrem Todestag 2016, 19 Jahre nach ihrem Tod. Diese Armut, die sie geprägt hat, sie hatte aber auch genauso zu kämpfen, immer wieder, findet sich auch im Paulusbrief an die Korinther wieder. Er sagt ihnen, nicht über das hinaus, was in der Schrift steht, sollt ihr reden, womöglich zugunsten des einen oder zulasten des anderen, um sich dabei wichtig zu machen. Es geht um das reine Schriftwort. Denn was ihr selbst bekommen habt,
was ihr selbst habt, das habt ihr meistens nicht selbst erarbeitet, das ist ein Geschenk. Und überhaupt zumeist ein Geschenk Gottes, also macht euch nicht wichtig damit. Ihr seid nämlich schon satt, ihr seid schon wohlhabend, ihr habt schon die Herrschaft übernommen, wenn ihr sie nur richtig ausüben würdet und auch vielleicht uns mit hereinnehmen würdet. Aber das Schicksal der Apostel ist es offensichtlich, wie zum Tode Verurteilte leben zu müssen. Denn die Apostel sind zum Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und den Menschen. Zum Schauspiel dessen, deswegen, weil sie natürlich gerade als Glaubensverkünder im Mittelpunkt der Kritik standen und stehen, so wie es auch heute ist, wo Priester, Bischöfe, ja der Papst im Mittelpunkt der Kritik steht und stehen kann. Wir stehen meistens als Toren da, sagt er, gegenüber einer Welt von klugen Kritikern, die erläutern sozusagen, wir sind schwach, ihr seid stark. Sehen wir das nicht auch heute, wenn oft manches durch die Medien geht, wie viel stärker die Umwelt ist. Und den Aposteln war es gleich, den Wanderpredigern so, dass sie hungern und dursten mussten, ja, nicht einmal ein ordentliches Gewand manchmal hatten, geschlagen wurden sogar, gefesselt und sie heimatlos sind, weil sie versucht haben, auch wirklich alle Gemeinden zu erreichen. Und wir wissen, Jerusalem ist damals als Ort untergegangen gewesen. Aber wir plagen uns und wir arbeiten, und wie Paulus später auch sagt, wir fallen dabei niemandem zur Last. Und wir bleiben in unserer christlichen Handlungsweise. Wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir Stand in unserem Glauben und unserem Tun. Wenn wir gelästert werden, spenden wir umgekehrt Trost. Auch wenn wir manchmal als Kehricht, als letzter Dreck sozusagen der Welt sind und als Abschaum betrachtet werden. Wie das manchmal zum Beispiel heutzutage tausenden Priestern passiert, wegen einiger, die Verfehlungen geleistet haben. So sagt er uns, ihr habt Zehntausende womöglich als Lehrmeister gehabt für die Frage von Christus, für die Frage des Glaubens, für die Frage der Humanität, der guten Werke. Aber alles kann nur durch ihn selbst, durch Paulus, indem er das Evangelium, also die Urmaterie des Glaubens, geliefert hat. Und daher, wenn ihr schon weiter tut, und das sollt ihr auch, dann werdet Verkünder des Glaubens, aber nach dem Evangelium und nicht in Bruchstücken oder abgesonderten Teilen. Das ist auch ein Auftrag an uns. Christus selbst hat die, wie wir Lukas berichtet, die Apostel zu diesen Wanderpredigern gemacht, die Paulus schildert. Und als diese Armen, die selbst kein Geld in der Tasche haben, sind sie natürlich auch solche, die dem Gebot der Juden folgen, dass Arme, Witwen und Waisen Früchte am Feldesrand ernten dürfen, um sich selbst den Hunger zu stillen. Das tun sie an einem Sabbat. Das missfällt aber den Pharisäern. Die halten das nämlich für Erntearbeit und sagen, am Sabbat darf nicht gearbeitet werden. Da sagt ihnen Jesus, das ist noch gar nichts gegen das, dass der König David mit seinen Begleitern, als sie fast verhungert sind, in den Tempel gegangen sind, das Tempelbrot gegessen haben, das in Wahrheit den Hohenpriestern vorbehalten war. Rührt mir der Herr mit solchen Kleingläubigkeiten und Detailargumenten, die irgendwie heraus aus der Schrift argumentiert worden sind gegen den Sabbat vor, denn der Menschensohn ist der Herr des Sabbats. Nehmen wir also den Sabbat, den Feiertag, den wir haben, unseren Sonntag nach Jesus Christus, dem Herrn, dessen
und heiligen wir ihn. Heiligen wir ihn durch unsere Ruhe, heiligen wir ihn durch das Gebet und lassen wir denen zu tun, die auch für die anderen da sind oder ihre engsten Bedürfnisse damit stillen müssen.